Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Food Diary. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Spaß bei und findet ein paar Inspirationen für euch. Ganz wichtig am Anfang, ich bin aus ethischen Gründen Veganer, nicht aus gesundheitlichen. Also es ist nicht alles gesund und es ist nicht alles bio und überhaupt. Und ich filme aber auch nicht alles, was ich esse. Also die meisten kleinen Snacks zwischendurch nicht oder wenn ich mir nachnehme oder irgend sowas. Also das als Info, weil da öfter mal Fragen kommen. Und bevor es losgeht, noch ganz, ganz, ganz liebe Grüße an die Sabine J., die hat sich das nämlich gewünscht. So, und jetzt geht's los. Viel Spaß. Herzlich willkommen zum 51. Vegan Food Diary und es beginnt mit einem Reisgericht mit Kräuterseitlingen, Kaiserschoten, Bambussprossen, veganen Frikadellen kleingeschnitten, weil wir keinen Tofu bekommen haben, selbst eingelegten getrockneten Tomaten, kleinen Möhrchen und Frühlingszwiebeln. Und dann einfach angemacht mit Sesamöl und Teriyaki-Soße. Und dann Kräutern, Garam Masala, Kurkuma und Currypulver. Und jetzt noch ein leckerer, fruchtiger Nachtisch. Abendessen bei uns heute sind selbstgemachte Seitanwürstchen. Diesmal mit einer anderen Gewürzmischung, als ich es früher gemacht habe. Das Rezept findet ihr in einem Kochlaber-Vlog. Und dazu Kartoffelstampf und Oliven. Zum Mittag gibt es jetzt bei mir Reste von gestern als Matschepampe. Ich habe einfach die Würstchen klein geschnitten mit dem Kartoffelstampf zusammen und Eiwe nochmal in den Topf warm gemacht und das ist das Ergebnis. Das sieht alles andere als appetitlich aus, aber ich finde sowas mega lecker. Heute Mittag habe ich mir eine Schale Power-Salat gemacht. Ich nenne den so, weil ich habe den tatsächlich bei einem Rollenspieltag bei einem Lieferservice bekommen, so einen Salat. Also ganz frisch gemacht. Das ist so ein Bio-Öko-Lieferservice. Und der hat mir total gut geschmeckt und deswegen habe ich den jetzt irgendwie versucht, mal so ein bisschen nachzumachen. Und habe euch da auch ein Rezeptvideo zu gemacht. Ja, und den gab es zum Mittag und den gibt es jetzt auch nochmal als Abendessen nach dem Sport. Heute zum Mittag gibt es den Salat nochmal. Ich habe mir gerade alles nochmal klein geschnitten und jetzt auch mal Dressing auf Vorrat gemacht und püriert. Und schon wieder der Salat. Ich weiß, es wird schon langweilig, aber er schmeckt einfach gerade so gut. Es ist irgendwie perfekt, weil der Sommer sich ja jetzt noch lange hinzieht und ja, ist halt auch irgendwie schön nährstoffreich und tut meinem Körper einfach gerade gut und er freut sich immer wieder darauf. Und ich habe heute noch Babyblattspinat dazu geschnippelt und noch zwei Kartoffeln. Einfach, weil ich auch so ein paar zusätzliche Kohlenhydrate brauche, weil ich sonst einfach super schnell wieder Hunger bekomme. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Frühstückszeit und es gibt Getreidekaffee, Matschbananen mit Zimt und Trauben. Zum Mittagessen heute schon wieder Gemüsesalat und diesmal als Ergänzung mit Curryreis. Heute gibt es Mittagessen im Bett und es ist einfach nur Linsensuppe aus der Konserve mit ein bisschen zusätzlich Kartoffel drin. Jetzt noch ein Gurkensalat mit Agavendicksaft-Senfdressing. Zum Abendessen gibt es heute Tofu Tortelloni mit einer Grünkern-Bolognese-Soße. Also bei der Hitze aktuell mit den 31 Grad ist meine Arbeitsmoral so ungefähr bei null. Wahrscheinlich geht es euch nicht anders. Und ich habe jetzt gerade bei Alnatura mal kurz was eingekauft. Ich brauchte einen neuen Reisdrink und ich habe mir jetzt Kirschsaft geholt. Damit fülle ich einmal meinen Tee auf. Ich habe hier einfach Tee aus Pfefferminze und Zitronenmelisse gekocht. Und den fülle ich jetzt einmal auf mit Kirsche. Und hierfür haue ich mir gleich Apfel mit Wasser in den Mixer, so als Apfelsaft. Und habe mir jetzt so ein Zitronensorbet gegönnt, weil mir ist so warm und ich brauche irgendwas zur Abkühlung und ich hoffe, das hilft jetzt ein bisschen. Und so sehen die beiden Getränke dann fertig aus. Die müssen jetzt aber noch fertig abkühlen und dann kommen sie in den Kühlschrank und werden mit ganz viel Eiswürfeln getrunken. Ich hatte irgendwie das ganze Wochenende keine Lust zu filmen, deswegen seht ihr das, was es jetzt gestern Abend gab, also am Sonntagabend. Und zwar ist das eine Kürbiscremesuppe. Die habe ich gemacht aus 500 Gramm Hokkaido-Kürbis ungeschält mit 250 Gramm roten Linsen, 1,2 Liter Gemüsebrühe, 500 Milliliter Kokosmilch, einer Zwiebel, einer Paprika. Das alles zusammen einfach gekocht. An Gewürzen habe ich dazu getan Knoblauch, frischen Knoblauch,
Dann Garam Masala und Currypulver und ein bisschen Salz, Pfeffer. Ne, anstatt Salz habe ich Sojasauce verwendet, genau. Und habe es auch noch ein bisschen scharf gemacht mit Tabasco. Ja, ich habe auch mal was Scharfes gegessen. Ja, und das habe ich alles zusammen einfach gekocht. Ungefähr 20 Minuten, bis der Kürbis. Dann hatte ich einen relativ großen Stücken gar war. Die Linsen sind ja schon nach 10 Minuten weich. Und dann alles durchpüriert, abgeschmeckt und sehr, sehr lecker ist es. Und wir waren gerade beim Sport und seit langem gibt es endlich mal wieder Joghurt mit Ananas. Also einmal Sojajoghurt, jeder, ja, nicht eine halbe Ananas knapp, aber ungefähr. Dann Mandeln, hier sieht man die auch noch und geschälte Hanfsamen und bei mir ist da auch noch eine ordentliche Portion Zimt mit dabei. Zum Frühstück einfach nochmal das gleiche mit dem Rest der Ananas und dazu ein Getreidekaffee. Abendessen ist heute Flammkuchen und Federweißer. Jetzt habe ich so fleißig ein Rezeptvideo gefilmt und habe euch aber gar nicht den fertigen Teller gefilmt fürs Food Diary. Ja, ich filme jetzt einfach meinen Topf hinein, da seht ihr die Reste und ihr könnt ja dann mal in dem Rezeptvideo schauen. Da seht ihr dann auch, wie schön das dann auch angerichtet aussah. Ja, die Reste wird es dann morgen Mittag wahrscheinlich geben oder morgen Abend noch. War auf jeden Fall richtig, richtig lecker. Asia-Gemüsesuppe mit Glasnudeln vom Bring-Service. Überhaupt nicht schön angerichtet, weil wir einfach nur mega Hunger haben. Es ist Sonntag und es ist unser Mittagessen. Es gibt Reis mit Ofengemüse. Da habe ich einfach alles zusammengeschmissen, was noch so der Kühlschrank hergegeben hat. Das sind Tomaten, Möhren, Kürbis und Zwiebeln und Frühlingszwiebeln und dazu Kreuzkümmelsoße. Zum Nachtisch gibt es Mandel-Vanille-Pudding mit roter Grütze. Wir kommen gerade vom Sport und es gibt mal wieder Ananas mit Joghurt und Mandeln und Hanfsamen. Und ich habe so Bock, ich habe jetzt auf Instagram gesehen, das ist ein neuer Trend in Anführungsstrichen, der heißt Proats, also Protein Oats, Protein Oatmeal. Und da wird eben einfach Haferschleim, Porridge gekocht mit Kakao drin, dass es richtig schön schokoladig wird. Und dann noch mit einem Proteinpulver dazu. Und das sah so lecker aus. Und ich mag ja Porridge eigentlich gerne, habe es ewig nicht mehr gegessen. Und so mit dem Kakao. Ich muss mal im Schrank gucken, ob ich noch Kakao habe. Ansonsten muss ich jetzt mal welchen kaufen und das einfach mal nachmachen, weil es einfach so lecker aussieht. Ja, da habe ich Bock drauf. Aber jetzt wird erstmal das hier gegessen und sich noch einen gemütlichen Abend gemacht. Abendessen sind bei uns heute Schupfnudeln mit Champignon-Rabensoße. Und das war's dann auch für dieses Food Diary. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!